Na, ihr Cupcakes, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Diablo 3. Wieder mit dem Trio Fatal, dem Seiritz, der Hunde im Arsch hat. Nee, hinterm. Und dem Fuba, der hier oben an seiner Kiste. Alter, man wirft keine Banner auf Leute. Steht doch neben dir, bleib locker. Ist okay. Bevor wir jetzt mit Bannern umherwerfen, gehen wir wieder zurück. Raus in die Wüste. Und halten die Covern auf. Da hab ich Durst, dann kommt der jetzt auch noch mit Cupcakes, jetzt kriege ich Hunger. Ah. Ach, hier sind wir. Mit solchen Kollegen braucht man nicht mal mehr Feinde. Wir sind Kollegen? Kollegen, keine Ahnung. Ja, nennen wir es Weggefährten. Nennen wir es Weggefährten. Relativiert das Ganze vielleicht ein wenig. Ja, dann mach die Illusion mal weg. Ah, da ist die Illusion. Ich glaube, das letzte Mal waren wir auch in der Mine direkt drin, oder? Ach, der da. Ah ja, ich glaube schon. Wollen wir die dann diesmal in Ruhe lassen? Lassen wir sie aus, ja. Wenn ich irgendjemand den... So. Ich habe mich schon gewundert. Ist ja schön, dass wir ihn gefunden haben. Wir müssten ihn noch benutzen. Komm, Schreine. Wer braucht sowas schon? Moin, den Footprints. Genau, einen Schrein, den es braucht. Oder zwei vielleicht. Für Offensivpylonen in den Rifts. Das Pover-Pylon. Der Condit ist viel genialer. Condit ist auch cool, ja. Vor allem in der Horde von Schatzgobos. Oder zwei. Zwei Schatzgobos. Bei Horden-Schatzgobos. Achso. Oh, Jumping, Jungs! Nieder mit ihnen! Suppe! Ich bin eingefroren! Hau dich wieder auf! Ich bin eingefroren! Alle sind eingefroren! Nein, Horde da. Ja, aber meine ethische da und... Ich hab mich schön rausgehalten aus dem Einfrieren. Ah, hier ist... Weiß ja nicht, was ihr so falsch gemacht habt, aber... Ich bin Nahkämpfer. Das habe ich falsch gemacht. Ach, red nicht. Faule Ausreden. Ich finde diesen Anziehungspuls von der Bombe lustig beim Kreuzritter. Wupp, wupp. Das ist irgendwie drei Pulse, die du anziehst. Wie war das mit dem Skippen? Skippen? Nicht skippen. Nicht Leertaste drücken. Ich hab keine gedrückt. Da hat mich eine ganze Menge Unterhaltung weggegangen. Jedenfalls wurde uns bloß gerade gesagt, dass irgendwo auf der anderen Seite der Wüste, wie könnte es auch anders sein? Ansonsten müssten wir nicht wirklich weit laufen. Noch so ein Ding ist, wo wir nochmal hin müssen, nochmal Gegner ummarschen. Boah. Und nochmal so ein Ritual verbrechen müssen. So, Autoskip habe ich nicht einen drinne. Schornisch. Also, ich teile die Wüste. Ja, nicht so, dass wir nichts anderes machen würden den ganzen lieben langen Tag als man. Nee. Ich glaube, Autoskip bezieht sich auch nur auf Video-Sequenzen. Nee, auf Gespräche. Ach so. Plus. Irgendwie ist es wie so eine Wüstenputze, oder? Herr Renner oder was? Bitte. Ja. Bleibt stehen, damit ich euch mein Schild in die näher zeigen kann. Guck mal hier. Tolle Qualität. 1A Holz. Mann, böse Zungen könnten jetzt sagen, es liegt daran, dass der Renner blau, blond ist. Die ist voll blau. Manchmal sagt sie Dinge, wo man denken könnte, dass sie wirklich blau ist. und blond. Oh, ihr habt einen Wirbel schon gefunden. Ja, ne? Oh, ich habe einen Named gefunden. Wo denn?
Wind? Ach da. Ui. Ach stimmt ja, ich habe anscheinend die... Wie heißt das? Wrath of God? Kommt alle her! Ich hab Geschenke! Knuddeln! Ah, hier unten geht's lang. Guck mal, Hidden Footprints. Sie verschluckt das Haar. Ich hab den Keller gefunden. Er hat den Keller gefunden. Ja, Dungeons sind mir zu gefährlich, ich nehme lieber irgendwelche. Erstmal Keller. Fangen wir mit Kellern an, dann leichten. Genau. Eins nach dem anderen. Und statt Monster töten, dann doch lieber eine Modelleisenbahn, ne? Was sonst? Ah, genau. Das muss doch mal ein Adventure. Eisenbahn spielen im Keller. Wenn es irgendwie mal lustig ist, ist ja eigentlich eine Modelleisenbahn drin zu finden in so einem Keller. Sollte ich irgendwann mal so ein Ding selber bauen, dann baue ich eine Modelleisenbahn rein. Noch ein bisschen Gratis-XP von wegen Kane Satchel und so. Ah. Ich glaube, ich fände das etwas befremdlich, wenn hier plötzlich eine Modelleisenbahn unten im Keller steht. Gerade der Spaß daran. Tut. Befremdlich. Tut. Ich muss mich gerade wieder an so ein Bild erinnern, im Bus, bei dem vorne drauf stand, I'm a train. Ja. Ja, bevor du spielst so einen Schocker-Grusel-Shooter und plötzlich kommst du in den Keller mit einer Modelleisenbahn, die so nicht im Kreis fährt. Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal der Suspekt in diesen Keller reingehen. Siehste? Hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss. Na, alles eben. Hätte doch das Ziel erreicht. Ja, also. Wenn dann noch ein Feature da ist, dass man sich als Charakter, wie auch immer man gerade da unterwegs ist, noch eine Schaffnermütze aufsetzen kann. Für ein Achievement oder was? Das wäre dann so eine Pfeife. Ich glaube, das würde das Ganze dann ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Minimal. Ganz minimal. Ah, na, der hat die Grabschände geskillt. Ja, weibliches Volk ist anwesend. Der Sai-Sai kann Grabschände aus dem Boden beschwören. Macht er die ganze Zeit schon. Prophet. Alte Frau. Wenn ich nach 500 Jahren so aussehe. Dann müsstest du eine Geschlechtsumwandlung gehabt haben. Das auch. Aber ich müsste mich sehr gut gehalten haben. Tja. Ja, vielleicht in 1500 Jahren, wenn es dann Menschen noch gibt. Sind sie vielleicht auch an dem Punkt, dass man mit 100 noch so aussieht. Das bevor man dann den Löffel abgibt. Ja. Schönheitschirurgie. Vielleicht 1500 Jahre sind ein bisschen übertrieben noch, aber... Wer weiß. Wenn ich so an Mass Effect denke, ist... 160 Jahre als kleiner rum, oder? Durchaus realistisch. Gut, ja. Gehen wir erstmal rein. Wie auch immer jetzt nicht allzu ferne Zukunft definiert und geartet sein mag. Ein Keller. Unsere Zauberin ist verschwunden. Wieder eine Modelleisenbahn im Keller gefunden. Oh. Ah. Oi. Ich hab den Sturm so schön platziert, dass er nichts getroffen hat. Yay! Ui. Oh, ein blauer Bogen. Bei mir war es auch was Blaues. Sehr beeindruckend. Ertragreich, ja. Da ist Ende Gelände.
Ja. Hey, nicht einfach über meine Zombie-Wand drüber springen. Oh. So war das nicht gedacht. Oho. Hier ist Schild. Ich habe eine Rune für den Shield Charge unlocked. Ah, da oben ist eine Chest. Oh. Erstmal haben wir hier. Und Erach. Freunde. Freunde der Chest? Ja, die Freunde der Chest, genau. Ja. So, oh, habt ihr die Explosion gesehen oder was? Nee, irgendwie nicht. Warum bewegen sie sich nicht? Oh mein Gott, warum bewegen sie sich nicht? Weil die erste Explosion kam, war es irgendwie auch zu spät, der zweite und dritte noch auszuweichen. Da waren mehrere? Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht so weit. Hm, naja, gut, dass ich einmal quasi sterben darf, alle zwei Minuten. Oh mein Gott, er hat es in ein Hühnchen verwandelt. Nee, sie war's. Hä? Sie war's? Na, sie kann doch. Du hexst da mal? Wir haben noch die alte dabei, oder? Wo ist denn die? Ach, die ist weg. Arena ist weg, ja. Ich hab eigentlich nichts, was. Außerdem können sie das nur, wenn es so weiter ist. Na, stimmt. Das könnte natürlich sein. Oh, ich könnte mal wieder ein Passiv reinnehmen, wa? Ich könnte mal wieder ein paar bessere Items annehmen. Achso, schon wieder eins offen? Nee. Ja, ich hab seit Level 30, hab meinen dritten hier reingenommen. Ja. Ich hab mir so aufgefallen, dass ich spontan einfach mal nachgeschaut hab. Ah, da hat jemand Diamanten aufgesammelt. Ja. Passiert schon mal in der Hektik. Zusammenkommen, alle Leute zusammenkommen. Das spielt sich so ähnlich wie mit dem Mönch, wenn du den Cyclone-Kick dran hast. Einmal alles zusammen staubsaugen. Und dann Röms. It is said that he manipulated Asmodan into revolt against the Prime Evils. This began the Burning Hell's Civil War. Captain of the Guard. Ach, Kiste. You are hereby ordered to send a band of your most loyal men to secure the Kiste. Greetings. I'm headed to Alcanus, but this gate seems to be blocking my way. You must be mad. But if you're intent on rushing headlong to your death, talk to Captain David down in the command post. He's got the gate key. Ah, ja. Here you are, delivered unto me as a sacrifice. A gift from Lord Belial. Sacrifice? Me? Belial set you here as bait to lure me away from his treachery in Chaldea. No, he would never betray me. Ah. Nein, bin ich zu schnell. Naja, ging aber noch. Bumm, hat er trotzdem was mitgenommen, ne? Buck Cage, der kleine Bruder von Nicolas Cage. Hm. Oh, Backer. Vielleicht ja der Große. Oder vielleicht auch der, ja. Rums. Purzeln die Level so. Well past time for Magda to die. Yeah. Magda unboxen. Ja. Ja. Uhaha, hihi. Was zum Henker? Oh! Du bist gerade vorbeigelaufen. Hä?
Der ist aber auch so unscheinbar an dem hellen Sand hier. Irgendwie schon, ne? Alles auf einen Punkt fallen lassen. Ein sehr präziser Gobo. Aber das sind Trunks verfallen. Shinies. Diamanten. Diamond Jarre goes first try. Ah, spürt mein Schild in der Fresse. Kampfhuhn. Schlechtes Timing. Ja, ich habe meine Krabbelarme da ein bisschen schlecht gesetzt. Ach so. Jetzt sind sie weg. Krabbelst eben mal nicht, nur sie sind vorbei. Passiert. Es soll zwar hier Event drauf. Oder drin. Nee, drauf. Oh. Na. Im Keller mal wieder. Und der Eisenmann? Bestimmt. Wow. Das ist neu. Surprise! Cthulhu. Surprise! Oh. Alle jüngeren Zuschauer, ich bitte für meine Wortwahl. Nicht jugendfreie Ausdrucksweise um Entschuldigung. Genau. Ich schulde uns alles. Zauberin. Ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst, wahrscheinlich nicht, aber ich nicht. Nö. Aber ich bin trotzdem danke. Boink. Hätte ja sein können, ne? Ach, das war's. 30% DPS weniger. Ja, 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 ist ja gut. Reicht ja, wenn du sagst, du brauchst es nicht. DPS, Mann. Alles worum geht, sind DPS. Kann auch explodieren. Ich kann auch explodieren. Ich explodiere ja nicht. Achso, ich aber. Schön. Form eines kleinen Huhns. Da unten hat jemand den Weg gefunden. Toll. Toller Weg. So, wo wir gerade mal so einen schönen Wegpunkt haben, können wir auch mal kurz eine Wegrast einlegen. In diesem Sinne. Stochen worden. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Winker, winker.